Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder irgendeine Obby. In dem Video möchte ich mit euch mal über YouTube und meine YouTube-Einnahmen sprechen. Das ist ja die letzten Jahre immer so Tradition bei YouTubern gewesen, dass sie im Januar dann ihre Einnahmen vom Dezember gezeigt haben. Dazu wird dann immer ganz viel erzählt, wie, yo, im Dezember, da sind die Einnahmen immer am höchsten, weil die CPM am höchsten ist. Und bei mir kommt das auch so hin, die Einnahmen im Dezember sind bisher meine besten Einnahmen, aber nicht unbedingt wegen der höheren CPM, davon habe ich nicht viel gespürt, sondern eher, weil ich einfach mehr reingehasselt habe im Dezember. Ich habe mehr Videos gemacht, ich habe mehr gelivestreamt und ich habe meine Videos auch ein bisschen besser optimiert, dass sie mehr Leute erreichen können und dass sie besser gewatcht werden können. Wie ihr vielleicht wisst, mache ich diesen YouTube-Kanal jetzt seit etwa einem Jahr. Ich habe im Dezember 2020 angefangen, YouTube-Videos für Conny zu erstellen. Damals habe ich das aber noch ziemlich sporadisch gemacht, einfach nur, um halt meine Freunde zu motivieren. In erster Linie erstmal meinen Homie Dylan Dusk. Der meinte nämlich, yo, mach mal ein paar Roblox-Videos auf YouTube mit mir zusammen. Dann bin ich vielleicht motiviert, meinen Kanal auch aktiver durchzuziehen. Er hat seinen Kanal jetzt nicht so aktiv durchgezogen, aber er macht immer wieder seine anderen neuen Projekte. Jetzt hat er schon wieder einen neuen Kanal. Ich hoffe, dass er es bald mal schafft, mit einem Kanal richtig erfolgreich zu werden. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann auch mit dem Conny-Kanal sein gelassen, weil es ja auch gar keinen Sinn mehr hatte. Vor ein paar Monaten, um genau zu sein, ich glaube im Oktober, ja, Anfang Oktober, vielleicht auch kurz davor, hat mich Roblox Victor, der ja auch damals angefangen hat, Videos zu machen, darauf aufmerksam gemacht. Yo, YouTube fängt an bei mir zu laufen und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch wieder Videos machen würdest. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder angefangen, Videos dann zu machen auf dem Kanal. Und diesmal auch aktiv für diesen Kanal. Nicht nur irgendwelche Videos, um Louis zu motivieren, sondern auch wirklich Videos, damit der Kanal profitabel werden kann. Und das hat auch ziemlich schnell geklappt. Ich habe sehr schnell geschafft, die Mindestvoraussetzungen für die Monetarisierung zu erreichen und kann Geld mit YouTube-Videos verdienen. Das konnte ich das erste halbe Jahr über nicht. Und seit Ende Oktober kann ich das. Ende Oktober habe ich versucht, schnell auf irgendwelche Hypes aufzuspringen, damit ich das schnell schaffe. Weil ich wollte einfach nicht YouTube-Videos produzieren, ohne auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Weil das ist Aufwand, so ein YouTube-Video zu machen. Huch, was ist denn hier los? Achso, okay, geht. Es ist halt wirklich ein ziemlich großer Aufwand, YouTube-Videos zu machen. Und ich muss ja nebenbei noch arbeiten. Ich bin erwachsen, ich habe einen Job. Und die Arbeit, die kostet richtig viel Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es kostet mich heute immer noch viel zu viel Zeit. Ich wünschte, ich müsste weniger arbeiten. Aber wenn ich weniger arbeiten würde, würde ich nicht mehr genug Geld verdienen, um davon leben zu können. Denn von YouTube-Einnahmen kann ich nicht leben. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Einnahmen aus dem Dezember 2021. So, hier seht ihr meinen Umsatz. Der geschätzte Umsatz für den Dezember 2022 liegt bei 267,37 Euro. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Die kriege ich erst Ende des Monats ausgezahlt von YouTube. In diesem Monat habe ich das Geld für den November ausgezahlt bekommen. Das waren etwa 208 Euro. So viel Geld habe ich mit meinen YouTube-Videos verdient. Und das klingt für euch bestimmt erstmal ziemlich viel. Jetzt nicht so, boah, krass, er ist reich. Aber schon ziemlich viel dafür, dass ich ein kleiner YouTuber bin, der ein paar Videos macht. Aber ihr müsst bedenken, ich habe im Dezember täglich mindestens ein Video produziert. An einem Video sitze ich immer etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde für die Aufnahme. Dann sitze ich nochmal so ungefähr eine Stunde daran, das Video zu schneiden. Manchmal weniger, weil ich bin jetzt inzwischen schon sehr gut im Videoschneiden. Ich habe Vorerfahrungen mitgebracht. Ich wusste natürlich, bevor ich den... Ich wusste schon, bevor ich den Conny-Kanal gemacht habe, wie man YouTube-Videos macht. Ich habe mich da schon in den letzten Jahren sehr intensiv mit beschäftigt und weiß deswegen, wie man sehr effektiv schneiden kann. Aber trotzdem brauche ich bei einem schnellen Video etwa eine halbe Stunde. Wenn ich mehr Arbeit in ein Video stecke, auch nochmal eine Stunde. Und dann muss ich natürlich das Video noch richtig vermarkten, weil ohne die Vermarktung klickt es keiner an. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen um den Titel, um die Beschreibung, um die Tags. Bei den Tags bin ich ehrlich, da gebe ich mir inzwischen gar keine Mühe mehr. Ich lasse die Tags einfach automatisch generieren von irgendeiner Webseite. Deswegen sind die manchmal ziemlich komisch. Aber vor allem auch das Thumbnail. Und bei den Thumbnails, da stecke ich auch eine Menge Arbeit rein. Ich mache für die meisten meiner Thumbnails mache ich einen eigenen 3D-Render. Ich habe mir inzwischen auch einen neuen Blender-Rig gebaut, dass ich da jetzt ein bisschen schneller Charaktere animieren kann für meine Thumbnails. Habe mir ein paar neue Gesichter gezeichnet, weil dieses Manly-Face hier, das mag YouTube nicht so gerne auf Thumbnails. Wenn ich auf dem Thumbnail meinen Charakter mit diesem Gesicht draufpacke, kriegt das von der Google Vision API eine schlechtere Bewertung, als wenn ich irgendein Comic-Gesicht drauf mache. Deswegen versuche ich, wenn ich es kann, inzwischen meine Gesichter auf den Thumbnails auszutauschen mit etwas freundlicherem als das Manly-Face. Ich finde das Manly-Face aber immer noch total lustig. Und ich habe mir auch andere Gesichter in Roblox angeguckt und die ganzen anderen Gesichter, die passen einfach nicht zu meinem Charakter. Das Gesicht passt einfach. Ich hoffe, dass Roblox es bald möglich machen wird, dass man als UGC-Creator auch eigene Gesichter veröffentlichen kann. Momentan gibt es ja nur sehr wenig Gesichter.
Gesichter. Und nur sehr wenige Leute, die diese Gesichter machen können. Hey, wir gehen jetzt nochmal rüber zu den Statistiken. Ihr seht, ich mache am Tag, an schlechten Tagen mache ich 3 Euro ungefähr. Hier 3,07 Euro, hier 3,86 Euro. Hier am Ende des Monats 3,15 Euro am 31. Dezember mit meinen Videos. An guten Tagen, das sind die 2 besten Tage, die ich bisher hatte mit meinem YouTube-Kanal, mache ich über 20 Euro. Aber in den meisten Tagen mache ich durchschnittlich so um die 5, 6 Euro am Tag. Das hier waren ziemlich gute Tage, das hier waren eher so die durchschnittlichen Tage und jetzt geht es auch wieder zu diesem Durchschnitt zurück, weil ich es jetzt wieder ruhiger angehen lasse mit YouTube. Es ist nämlich ziemlich anstrengend für mich, so aktiv YouTube-Videos durchzuziehen, während ich nebenbei noch arbeiten muss. Hier könnt ihr auch einmal sehen, ich habe im Dezember 1100 Abonnenten dazu gemacht. Am Tag mache ich immer so eine Handvoll Abonnenten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und Aufrufe habe ich fast 100.000 Aufrufe in dem Monat gemacht. Ich hatte bisher noch keinen Monat, in dem ich mehr als 100.000 Aufrufe gemacht habe. Aber das wird schon noch kommen. Ich versuche, mehr Videos rauszuhauen, die auch länger wirkend angeklickt werden können. Die nicht einfach nur für einen Moment gut sind. Aber das ist auch gar nicht mal so leicht. Wir können mal in den Reiter Umsatz gehen. Hier sehen wir nochmal den Umsatz. Der hat sich auch um 58% gesteigert im Vergleich zum Vorzeitraum. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Meine RPM ist gesunken. Die ist in dem gesamten Monat. RPM sind übrigens das Geld, das ich pro 1000 Klicks mache. Sind über den ganzen Monat hinweg immer weiter gesunken. Das liegt aber nicht daran, dass die CPM bei mir sinkt. Das lag daran, dass das Video auf meinem Kanal, das die meisten Klicks gemacht hat, demonetarisiert wurde. Ich habe kein Geld mit, wie macht man gratis Robux verdient. 16,76 Euro habe ich verdient. Dann fing der Monat Dezember an und mein Video wurde demonetarisiert. Nachdem das Video demonetarisiert wurde, hat das Video immer mehr Aufrufe gemacht. Die Aufrufe gingen steil nach oben. Ich kann es euch mal zeigen. Hier so in dem Bereich wurde das Video demonetarisiert und dann gingen die Aufrufe auf einmal steil nach oben. Und jetzt flachen die Aufrufe langsam wieder ab und das Video wurde wieder monetarisiert. Jetzt kann ich wieder Geld mit dem Video verdienen. Ihr seht auch, jetzt habe ich schon insgesamt 19,06 Euro damit verdient, weil ich seit Januar damit wieder Geld verdienen kann. Aber die Aufrufe flachen wieder ab. Das heißt, die meisten Aufrufe, die ich mit dem Video gemacht habe, da habe ich kein Geld mitgemacht. Sonst hätte ich sehr viel mehr Geld im Dezember verdient, tatsächlich. Und die YouTuber reden ja immer über die CPM. Das ist das, was die Werbetreibenden ungefähr so gezahlt haben. Die CPM ist bei mir über den Monat hinweg auch gesunken, aber nicht so stark, weil im Dezember steigt die CPM ja an. Und dementsprechend hat sich das bei mir die Waage gehalten. Das eine Video hat zwar runtergezogen, die steigende CPM im Dezember hat es natürlich wieder hochgezogen. Jetzt geht meine CPM natürlich wieder richtig in den Keller, weil es ist Januar. Im Januar verdient man am wenigsten mit YouTube, weil YouTube neue Werbedeals aushandeln muss. Und was verdiene ich dann so mit einem durchschnittlichen Video? Das kann ich euch auch mal zeigen. So, wir gehen mal in die Analytics von dem Shovel Simulator Video. Das Video hat 669 Aufrufe. Das ist weniger als gewöhnlich, steht hier. Aber ich finde, das sind gute Aufrufe für meinen Kanal. Ich versuche auf meinem Kanal ja, Videos abwechselnd zu bringen. Manchmal Videos, die sehr gut geklickt werden und manchmal Videos, die ich einfach machen möchte, um die Abwechslung zu bringen. Videos, die wahrscheinlich gut geklickt werden, die mache ich, damit ich neue Zuschauer erreichen kann. Und dann mache ich die Videos, die wahrscheinlich nicht so gut geklickt werden, aber die ich halt gerne machen möchte, einfach in der Hoffnung, dass die Zuschauer, die ich durch die anderen Videos bekommen habe, sich an diesen Content gewöhnen. Ich möchte halt nicht, dass Leute meinen Kanal abonnieren, weil sie wissen, oh, hier gibt's die krassesten Pet-Simulator-News oder dass die Leute nur bei mir abonnieren, weil sie irgendeine bestimmte Sache wissen wollen. Und wenn das Thema dann out ist, ist mein Kanal auch out. Ich möchte, dass die Leute halt schon wegen mir abonnieren. Und deswegen mache ich zwischendurch immer Videos, bei denen es nicht wirklich um das Thema, sondern eher um mich geht. Dadurch wächst mein Kanal natürlich nicht so schnell, aber der Wachstum, den ich habe, der ist länger haltend. Darauf setze ich so und dafür sind Videos wie der Shovel Simulator da. Wir gehen nochmal rüber. Ich habe mit dem Shovel Simulator selbst nur einen Abonnenten gemacht. Das finde ich cool, wenn ich durch solche Videos überhaupt Abonnenten mache. Aufrufe finde ich absolut in Ordnung. Zieht halt nicht viele Aufrufe über Zeit, aber ist nun mal so. Und ich habe mit dem Video 2,27 Euro verdient. Ihr seht, über Zeit mache ich dann immer noch so alle paar Tage mal wieder einen weiteren Cent mit so einem Video, aber sonst bringen mir die Videos gar nicht viel. Am Anfang bringen sie mir immer so 2 bis 3 Euro, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Ich kann mal das nächste Video zeigen. Hier ist mein The Mad Murderer Video. Ähnliche Statistiken, 700 Aufrufe, relativ gute Wiedergabezeit tatsächlich und 2,87 Euro. Also ein bisschen mehr Einnahmen, auch ein bisschen mehr Klicks. Alles ganz gut. Ich habe sogar mehr Abonnenten gemacht, als ich dachte. Das Video hat meinem Kanal auf jeden Fall gut getan, würde ich sagen. Und ich will auch ein bisschen mehr The Mad Murderer spielen. Wenn euch die The Mad Murder Videos gefallen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe Spaß an diesem Spiel und ich hoffe wirklich, dass das Spiel weiterentwickelt wird, mehr Features rauskommen und endlich Murder Mystery 2 abgelöst werden kann. Aber das habe ich ja inzwischen schon oft genug in Livestreams gesagt, wenn ich The Mad Murderer gespielt habe. Einfach nur, weil ich es auch Lolaris gönne, weil Lolaris war halt auch der, der ursprünglich The Mad Murderer
entwickelt hat. Und dann kam Murder Mystery 2 und hat ihn den Platz weggenommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er Murder Mystery jetzt wieder den Platz wegnehmen könnte. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar meine Watch Dogs Let's Plays. Das Watch Dogs Let's Play lohnt sich von allen Videos, die ich auf meinem Kanal mache, am allerwenigsten. Weil niemand interessiert sich dafür. Es macht richtig wenig Aufrufe, sehr wenig Wiedergabezeit. Eigentlich relativ gute Wiedergabezeit für die Aufrufe. Weil die wenigen Leute, die das Video schauen, die schauen das Video meistens auch bis zum Schluss. Und halt auch immer nur ein paar Cent. Über einen großen Zeitraum hinweg mache ich maximal 50 Cent mit so einem Watch Dogs Video. Aber ich persönlich liebe Watch Dogs Legion und möchte das auch weiterspielen, bis es halt vorbei ist. Und wenn Watch Dogs Legion vorbei ist, kann ich die nächste Let's Play Reihe anfangen. Vielleicht wird das auch einfach mal eine Coding Tutorial Serie, weil ich möchte auf meinem Kanal ja auch mehr Roblox Studio Development-Zeugs zeigen. Huch, den Dämonger darf man nicht berühren. Also habe ich auf meinem Kanal immer so ein, zwei Videos, die ganz gut Klicks ziehen, die mir dann auch die meisten Aufrufe bringen und auch dann so 10 bis in richtig guten Fällen 20 Euro einbringen an Einnahmen. Aber die meisten Videos machen eher 3 Euro Einnahmen. Und wenn man das mal ausrechnet, dann ist das eigentlich richtig schlecht, weil ich stecke in ein Video immer so etwa 2 Stunden Arbeit, manchmal 3 Stunden, manchmal 1,5 Stunden. Aber 3 Euro für so ein Video lohnt sich nicht. Und auch 20 Euro, was ich ja in den besten Fällen mit meinen besten Videos verdiene ich 20 Euro pro Video, lohnt sich das eigentlich noch nicht, weil in Deutschland gibt es einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn und der beträgt momentan 9 Euro noch was die Stunde, wird jetzt in diesem Jahr angehoben auf 10 Euro noch was und irgendwann Mitte diesen Jahres soll es ja noch erhöht werden auf 12 Euro. Ich krieg dementsprechend für die Arbeit, die ich in YouTube stecke, nicht mal den Mindestlohn. Ich könnte viel mehr Geld verdienen mit jedem anderen Job. Aber ich mache YouTube trotzdem, weil YouTube mir eigentlich schon Spaß macht. Es macht mir Spaß, Videos zu schneiden. Es macht mir Spaß, Thumbnails zu machen. Social Media im Allgemeinen macht mir Spaß, mich hier auszuprobieren mit SEO und allen möglichen Sachen, die dazugehören. Das ist einfach schon immer mein Hobby gewesen und deswegen mache ich das auch. Wenn ich es dann irgendwann schaffen sollte, mit meinen Videos genug Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann, dann wäre das ein Traum. Aber momentan sieht es halt wirklich nicht danach aus. Momentan ist es eher ein Hobby, das mir ein bisschen Geld nebenbei einbringt. Das Geld muss ich natürlich auch noch versteuern. Das heißt, davon würde dann noch so ein bisschen Geld abgehen. Um die Steuer muss ich mich auch noch kümmern. Das ist auch anstrengend, mich da reinzufuchsen, als Privatperson dann auch noch die Steuern zu machen. Ich habe die letzten Tage meine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Ich hoffe, das war so richtig, wie ich das gemacht habe. Und dann muss ich bald noch meine Umsatzsteuererklärung machen. Und ich hoffe wirklich, dass ich in den nächsten Monaten es schaffe, genug Profit mit meinen Videos zu machen, dass die Investments, die ich steuerlich abgesetzt habe, wieder reinkommen. Weil sonst könnte es tatsächlich passieren. Und das wäre wirklich der schlimmste Fall, dass das Finanzamt mir Liebhaberei unterstellt. Weil das kann sein. Wenn ich YouTube-Videos mache und mit den YouTube-Videos nicht genug Geld verdiene, um damit profitabel zu sein, weil ich muss ja für die YouTube-Videos brauche ich meinen PC, ich brauche dafür meinen Schreibtisch, meine ganzen Komponenten, die kosten alle sehr viel Geld. Mein PC alleine hat, glaube ich, so um die 3000 Euro gekostet. Das Geld kann ich von den Steuern absetzen, sprich von meinen Einnahmen kann ich das abziehen. Aber wenn meine Einnahmen abzüglich der Ausgaben, die ich habe, nie im Plus landen werden. Ich muss jeden Monat übrigens auch nochmal so um die 30 bis 50 Euro an Lizenzen zahlen. Einfach nur für meine Schnitt- und Grafikprogramme. Dann kann das Finanzamt sagen, ey, das Gewerbe, das du da angemeldet hast, das macht keinen Profit, du zahlst da keine richtigen Steuern. Finde ich gar nicht mal so cool. Deswegen hoffe ich, dass ich es schon schaffe, hiermit noch genug Geld zu verdienen, um auch Steuern zahlen zu können. Einfach nur, damit steuerlich alles glatt läuft. Das sind so die Probleme, die ein Roblox-Conny hat. Einerseits muss ich arbeiten, andererseits muss ich die Videos produzieren. Heute, an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, muss ich auch arbeiten. In einer Stunde werde ich mir was zu essen machen müssen. Danach muss ich arbeiten bis 23 Uhr und danach gehe ich schlafen. Das bedeutet, ich werde es nicht mal an dem Tag schaffen, an dem ich das Video hier aufnehme, das Video zu schneiden. Einfach nur, weil die Videos so viel Zeit fressen und ich auch noch Zeit für meinen normalen Job brauche. So ist das Leben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gedacht hättet, wie viel Geld ich mit meinem YouTube-Kanal verdienen würde. Ob ihr jetzt überrascht seid, dass ich so viel verdiene oder doch, dass ich so wenig verdiene. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie ihr das so eingeschätzt hättet. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich schon 200 Euro im Monat verdienen kann. Im Januar werden es wahrscheinlich keine 200 Euro mehr, da sind die Einnahmen niedriger. Aber ich finde es ziemlich cool, dass ich überhaupt Geld mit YouTube verdienen kann. Und würde jetzt auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!